Wie teuer ist McDonald's in Vietnam? Wenn man reinkommt, ist alles beim Alten. Man bestellt über den Automaten, aber es gibt einige Burger und Extras, die es bei uns nicht gibt. Was ich echt nicht nice finde, dass man in Vietnam nochmal alles extra in Plastiktüten steckt. Sogar hier das Getränk, was sowieso schon in Plastik ist. Ich hatte den Wurstburger, das ist vergleichbar mit unserem Hamburger. Ein Teriyaki-Burger mit einer großen Scheibe aus Ei, diesem nicen Erdbeerdrink und stark gewürzte Curly Fries. Alles Sachen, die es bei uns nicht gibt. Aber wirklich krass hat es jetzt nicht geschmeckt. Der Wurstburger hat 1,40 € gekostet und das Menü insgesamt 7,30 €. Also kaum ein Unterschied zu Deutschland.